Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich bin Quecksilber und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es soll heute ein bisschen darum gehen, Hühner zu züchten und ja, wenn es klappt, auch nochmal in die Höhle runter zu gehen oder mich irgendwo anders ein bisschen in die Erde zu buddeln, weil ich brauche doch die Items und ich brauche Eisen und Rohstoffe und ich sehe gerade, dass Minecraft offenbar bei den Setzlingen auch vernünftig Eisen, Eichenlaub und ja, Birkenlaub auseinanderhält. Boah, jetzt habe ich gerade Orientierung verloren. Gut, da sammle ich erstmal die Saplings ein. Fein, fein, fein. Na? Gut. Joa, setzen wir gleich mal neuer. Haben wir hier welche? Gut. Dann kann man hier auch gleich wieder eine Birke pflanzen. Haben wir die an der gleichen Stelle. Und dann machen wir hier noch eine. Und wir nehmen uns erstmal weiter wie die Axt im Walde. Ui, es gibt hier gleich wieder einen neuen Sapling. Jupp. Na? Ja. Gut. Obwohl, hier könnte doch eigentlich der Hühnerstall hin. Mal gucken. Oder machen wir das landwirtschaftliche alles da vorne? Das heißt, es wäre natürlich auch eine Variante. Ich glaube, das mache ich mal lieber alles da vorne. Und ich muss die Erde wieder reintun. Ich muss das Loch wieder auffüllen. Das ist auch noch wichtig. Joa. Oh, das da vorne. Hier kann ja irgendwas, weiß ich nicht, später noch hin. Ich habe hier vor, noch richtig viel zu bauen. So. Das wird noch lustig werden, denke ich mal. Guti. Geh weg. Ach nee, Leute. Ist bei euch eigentlich auch so ein mieses Wetter? Bei uns hat es ja zumindest ein bisschen geschneit. Aber irgendwie ist hier seit Tagen trübe, grauer Himmel und richtig schönes, schlechte Launewetter. So richtig bläh. Einfach nur zu Hause sitzen und Minecraft-Spielwetter. So etwa. Mehr ist hier echt nicht. Und wenn ich ja meine Mutter am Telefon habe, dann sagt sie, meine Güte, hier ist doch so schönes Wetter. Ja, die Frau wohnt nur, keine Ahnung, zwischen 30 und 40 Kilometer weiter. Irgendwie so in dem Dreh. War eben schon wieder ein Bug. Habt ihr das gesehen? Mit dem durchsichtigen Holzklotz? Ja, nee, meine Mutter wohnt ja nur 30, 40 Kilometer weiter. Und, da sagt sie, ja, nee, bei uns ist gerade die Sonne draußen und schön und ja, mal rausgehen und so weiter und so fort. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, hier uns ist hier Mistwetter. Das, ein Kamuffel. Womit führt man eigentlich Kamuffels? Oh, wie süß. Hallo. Ja. Vermutlich mit Möhren. Das habe ich mir noch gar nicht probiert und noch gar nicht nachgelesen. Oh. Das ist ja auch eine majestätische Birke. Ja, Birken sind ja mit den Pappeln verwandt. Und werden ja auch teilweise, das ist ja auch so diese wunderschönen, hohen, schlanken Bäume. Ich finde die einfach, Birken gehören echt zu meinen Lieblingsbäumen, weil die so schön aussehen. Und Pappeln, sage ich mal, auch. Weiß nicht, kürzlich, ja.
In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, hat einen neuen Hausmeister. Aha, Bürgermeister. Seit nicht allzu langer Zeit. Und eines anscheinend, was der als erstes gemacht hat, ist durch die Stadt zu gehen, also gehen lassen, natürlich ja nicht selber, und dann erstmal dafür sorgen, dass das sämtliche Bäume, die eine gewisse Höhe hatten, abgeschnitten wurden oben oder umgehauen. Und jetzt sieht die ganze Stadt irgendwie, hat die ganze Stadt irgendwie lauter halbe Bäume. Die ganzen wunderschönen Pappeln und alles weg. War ich richtig entsetzt, wie ich da hingekommen bin und denke, meine Güte, was ist denn hier passiert? Wer hat denn hier gewütet? Schade, schade. Sehr, sehr schade. Nur ein kleines Kamuffel. Na, das war doch bestimmt ein Enderman. Oh, da oben hat es noch eine Birke. Ich muss die Birken vermehren, weil die gibt es irgendwie so selten und die sind immer so schwer. Während ja die Eichen irgendwie ganz viele Saplings fallen lassen, scheint das bei den Birken irgendwie echt wenig zu sein. Und ich brauche natürlich Holz. Ich brauche ordentlich Holz. Ich brauche auch ordentlich Steine. Und das mit den Steinen, das macht mir ein bisschen Sorgen. Irgendwo anders. Ach ne. Wieso sind hier so wenig normale Steine zu finden? Beziehungsweise, ja, ich glaube, ich sollte mal mich irgendwie tief reinbringen und Strip Mining machen, weil dann kriege ich auf jeden Fall ganz viel Steine. Ganz viel Steinkram, ja. Und keinen einzigen Birkensapling. Bin ich an der falschen Stelle, hab ich den falschen Baum? Hä? Also die Dings hier, die Eichensaplings, die werde ich ja vermutlich demnächst schon wieder in den Ofen hauen. Weil so viel brauche ich ja da gar nicht, aber irgendwie mangelt es an Birkensaplings. Das ist unschön. Eins, zwei, drei, vier. Jo. Wo kommt der Kumpel denn her? Wo kam der denn her? Kam der hier unten raus? Oh, wir haben gerade irgendwie ein Problem. Irgendwie hat mein Lautsprecher gerade angefangen zu spinnen. Habt ihr das gehört? Hoffe nicht. Joa, dann machen wir doch hier mal eine Fackel hin, dass hier nichts spawnen kann. Das ist ja unschön, wenn ich mir hier meine eigene kleine Zombie-Farm hätte. Obwohl. Apropos Zombie-Farm, da komme ich doch glatt auf eine Idee. Ja, natürlich. Zombies bedeuten ja auch Rohstoffe. Ja, Möhren und Gold und Rüstung und sowas teilweise. Ich glaube, das wird eines der Nahziele sein aus dem Zombie-Spawner, also dem vermutlichen Zombie-Spawner. Ich habe ihn ja selber noch nicht gesehen, aber ich vermute, das sieht ja so aus, als wenn es da einen hätte. Da einfach mal. Na,
einfach mal eine Falle draus zu machen, wo die dann rumkreiseln dürfen, die Zombies, und immer fein dann irgendwo dann eingehen und ich dann ja, na sag schon, die Items auch sammeln kann. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, Sapling. Links ein, zwei, sehr cool. Hoffentlich kommt jetzt nicht ein Zombie und frisst mich, ja. Das heißt, ich müsste etwas bauen, wo die Zombies immer gegen Kakteen rennen. Oder sowas in der Richtung. Ach so, Pflanzen, ja klar. Die Bäumchenpflanzen gehen wieder. Sonst nützen mir die lieben kleinen Viecher ja gar nicht, die lieben kleinen Saplings, wenn ich sie nicht pflanze. Gut. Dann würde ich sagen, ordne ich ja meine Sachen so ein bisschen. Dann haben wir hier eigentlich noch irgendwas drin. Nö. Weg. 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 Apfel kann auch weg. Ach so, was machen eigentlich die Kartoffeln und all den Kram? Da kann ich glaube ich auch demnächst wieder ernten gehen. Guti. Dann geht's los. Stöckchen. Warum geht das mit dem Zaun nicht mehr? Hä? Moment, da muss ich jetzt kurz mal nachschauen. Das geht dir gerade gar nicht. Ey, Mann. Ich könnte mir jetzt so den Allerwertesten beißen. Toll. Und es gibt nur noch drei. Na gut, 48 müssen noch. Jetzt sag ich viel zu viele Stöcke. Was soll ich denn mit den ganzen Stöcken? Mano! So ein Mist. Auf jeden Fall brauche ich noch Zauntore. Und die sind ja jetzt wohl anders zu bauen. Schon mal so den ganzen Kram mal weg. Pff. Ey, das ist ja ätzend. Gut, machen wir den Spaß erstmal mit. Und gucken wir, was das hier wird. Da. Ich höre andauernd so lustige Geräusche auch manchmal im Hintergrund. Auf jeden Fall essen wir was. Das geht ja hier sonst gar nicht. Aber ich wollte doch so eine schöne Idee, wo ich das hinbauen kann. Wo war denn das nochmal? Hä? Ach ja, richtig, hier in dem Bereich. Joa, dazu mache ich mal hier noch die Landschaft wieder flach. Na. Joa. Erde mitnehmen. Guti.
Vielleicht fressen die ja auch. Nee, ich glaube, Hühner fressen kein Gras weg. Aber Schafe sicherlich. Ich brauche Schafe, richtig. Schafe eigentlich noch gar nicht. Ich möchte mir schließlich auch eigentlich mal so ein bisschen mit Teppich auslegen, die Wohnung. Oh, da gibt's Kartoffelchen. Feine Kartoffelchen. Die holen wir uns auch gleich noch. So, fangen wir einfach mal hier so an, so und. Joa. Wir hier einfach mal so ein Tor rein. Da stehe ich nur nicht armer Tor und bin so schlauer als wie zuvor. Na? Ja, von der Größe her, das soll schon ordentlich sein, finde ich. Aber ich muss halt aufpassen, dass mir nicht unterwegs die Zäune ausgehen, sonst muss ich wieder. Wieso setzt er hier keine Zäune? Der Arsch. Ich habe doch genau auf die Felder gezielt. So, dann mache ich einfach mal auf jeder Seite ein Zorntor rein, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, andauernd um das Ding rumrennen zu müssen. Das wäre ja auch irgendwie doof. Vielleicht mache ich auch irgendwann eine Brücke oben drüber. Aber zunächst erstmal mache ich hier Zauntor rein. Da habe ich gleich schon mal die. Obwohl, in die Richtung brauche ich eigentlich keins. Da brauche ich eigentlich keins. Da mache ich was anderes. Da mache ich was anderes, ja. Und zwar mache ich hier eins hin. Plop, 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 plop. Gut, dann habe ich nicht so ein Sicherheitstor hier auf der Seite zumindest. Und kann anfangen, Hühner zu legen. Oh, hoffentlich lernen die nicht draußen. Da war ich jetzt unvorsichtig. Drei, vier Hühnchen. Oh Mann, jetzt steht da eins draußen. Ich dem lang, wieso bin ich denn da an den Rand gegangen? Schnauze voll, ich hole mir jetzt hier Körner. Hä? Ich habe sogar welche in der Hand, ich Dummkopf. So, jetzt kommst du her, Hühnchen. Kommst du her, Kleines. Komm her zu Papa. Dummes Huhn, komm her. Haben wir kein hohes Tor drin. So, komm her. Guti. Da haben wir unsere Hühnchen. Richtig, die müssen ja auch geschützt sein. Vor Viehzeuges. Deswegen setzen wir hier mal überall. Eigentlich bescheuert. Ich setze doch sonst immer hier Fackeln hin. Dass man sieht, wo die Tore sind. Richtig. An Ecken braucht es ja eigentlich gar keiner. Tjupp. Tjupp.
Und hier. Guti. Jetzt wir noch in der Mitte irgendwo eine Fackel hin. Und dann sollte das eigentlich genügen. Schwebt eine Fackel auf dem Zaun. Guti. Dann haben wir das erstmal. Und wieder ein Tag vorbei. Wieder ein Tag rum. Mit einem wunderschönen Sonnenuntergang verabschiede ich mich von euch. Ganz lieb, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Video und ich hoffe, ihr freut euch auch und lasst einen Daumen hoch da und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, euer Quecksilber. Ciao.